Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Saphir Duo Team Challenge. Im letzten Part haben wir den Rat unseres Vaters Folge geleistet und machen uns nun auf den Weg nach Meteoros City. Nun haben wir den Blütenburgwald durchstreift und auf dem Weg konnten wir einen Forscher finden, der von einem Team Aquarüpel bedroht wurde, was auch immer der davor hatte. Auf jeden Fall sind sie jetzt beide nach Meteoros City abgehauen, nachdem wir den Rüpel in die Flucht geschlagen hatten. Interessant, und auf dem Weg sind wir ebenfalls Richtung Meteoros City. Ich wollte gerade Meteoros City sagen, fast. Das Schicksal hat uns zusammengeführt, darf ich um einen Kampf bitten? Ach, das Gegenteil von einem Schlüssel. Und nee, besser gesagt das Pendant dazu oder so eine Art. Eine Lady. Und eine Schönheit? Ist eine Lady. Patricia, ebenfalls mit einem Zickzacks. Die war auch Level 7, genau, alles klar. Luke, hau mal ordentlich rein. So, jetzt hast du ja Kugelsaat gelernt im letzten Part. Mal gucken, ob sich das auch lohnt. Euler erstmal, das ist natürlich unschön, wenn die physische Attacke dann gesenkt wird. Obwohl, das ist ja keine physische. Hier ist ja Pflanzen, ist in der Pflanzenattacke noch speziell. Stimmt ja auch. Kann man sich ungefähr so merken. Alle Typen sind speziell. Die auch die Evolutionen von Evoli sind, ne? Außer, und Typ Drache, genau. Also, Drachentyp plus Wasser, Elektro, Feuer, Psycho, Unlicht, Eis und Pflanze. Das sind die Speziellen. Der Rest ist physisch, wie zum Beispiel Tackle. So. Deswegen müsste Kugelsaat eigentlich noch relativ gut sein hier in dieser Generation. Zumindest für unseren Lututze. Aber wenn ich nur die ganze Zeit zweimal treffe, bringt es mir eh nichts. Kann ich auf einmal Absorber einsetzen. Los, Luke. Au, das war ein Crit. Oh, alles klar, okay. Alles klar. Heilig wieder. Gut, dass ich das eingesetzt habe. Ja, okay, der nächste wird ausreichen. Ist schon zuverlässiger als der Kugelsaat. Oder die Kugelsaat, besser gesagt. Der kann aber schon wieder reinhauen. Zumindest nutzt er keine Tokenesung. Oder sie. Pardon. Pardon. Okay, immerhin besiegt. Sehr schön. Wir kriegen gleich ganz schön viel Geld. Und ein Level Up. Sehr schön. Alles um 1 konstant gestiegen. Und keine neue Attacke. So. Oh, meine Güte. Ohoho. Ja, ja, ja. So, was wir noch nicht gemacht haben. Wir waren noch nicht hier drin. Blütentraum Blumenladen. Einmal schnell reingehen. Na, dumm, dumm. Ich komme nicht in die Tür rein. Ich bin zu dick. Hallo, dies ist der Blütentraum Blumenladen. Verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Bla, Capco. Das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Nein. Blumen erfreuen jedes Herz, nicht wahr? Naja, fast. Ich wollte ein Item haben von euch. So. Hallo, je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Auch du hast Blumen gerne, das weiß ich genau, das ist für dich. Weimarkerne erhalten. Schön, jetzt können wir auch Blumen gießen. Blablabla, Beeren eingepflanzt, bla mit der Weimarkerne gießen. Dann auch wird das Beeren pflücken, und werden sie nachmaxen, ja. Weil ich den ganzen Strauch immer rausreiße. Einfach, weil ich es kann. Ja, ja. Blablabla, große Schwesterblumen hier für dich. Dankeschön für die Wilbeere. Nimm ich mit. Wobei mich eigentlich eher nur die Singelbeeren oder später die Zitrobeeren interessieren würden. Die uns ganz gut heilen. Ja, ja, okay. Ich denke mal, auch für den Arena-Kampf werde ich dann bestimmte Items nochmal verteilen für unser Team. Und das ist die nächste Trainerin, hallo. Soll ich? Oder soll ich nicht? Oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Warum auch nicht? Du hast mich ja eh schon angesprochen. Es ist zu spät. So, mein Lieben, was hast du für Pokémon? So, Elisa mit Lututze. Ach, das trifft sich. Du Level 7, ich Level 10. Okay. Kann ich von dir auch was absorbieren? Das wäre sehr, sehr nett von dir. Ja, ein bisschen immerhin. Was kannst du so? Ach, sag bloß. Was eine Überraschung. Das könnte ein richtiges, cooles Battle werden hier. Also wir würden den gewinnen, weil wir immer wieder mit einem KP mehr rauskommen. Wir können auch einfach zu Herschel wechseln und das Ding gleich mal verbrennen. Obwohl, okay, Feuer ist da eh nur neutral. Aber dieses Lutz hat auch keine Wasserattacke, denn unseres kann ja auch noch keine. In der Hinsicht ist da keine Gefahr. So, wo habe ich die Glut? Da habe ich die Glut. Brenne, Lututze, brenne! Oh, schön, dass ich gerne erstaune. Uah. Ich bin erstaunt. Gut, dass ich schneller bin, denn sonst könnte ich auch noch zurückschrecken. Das wäre unschön. Und tschüss, Sikowski. So, Luke kriegt auch noch was ab. Okay, jetzt kommt Knilz. Oh, da bleibe ich gerne drin, natürlich. Lututze wird er eher weniger machen können. Ja, ich bin immer noch sehr gut im Pokémon imitieren. Das weiß ich doch. So, das war fast ein One-Hit. Und du kannst auch nur absorben, das ist schön. Ich hätte wohl eher Egelsamen empfohlen, es hätte mehr Schaden gemacht im Allgemeinen, ja. Und das dürftest du eigentlich schon beherrschen ab dem Level, oder? Wann beherrschen Knilz den Egelsamen oder ist das Level 10? Das kann ich nicht sagen. Na gut, Knilz ist besiegt und 97 Erfahrungspunkte. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Das hätte ich dir davor auch sagen können, allerdings kriegen wir so mehr Erfahrungspunkte. Da kommen wir noch nicht ran und da kommt es gleich zum allerersten Doppelkampf, meine lieben Freunde. Ja, die gibt's ja auch und hier geht's zum Start, okay. Heilig Luke nochmal? Nee, der braucht das nicht. Der braucht das nicht. Ach ja, ich muss euch ja ansprechen. Stimmt, der war erst. Okay, dann lass uns mit unseren Pokémon kämpfen.
Na dann los, der erste Doppelkampf hier mit unseren beiden Pokémon. Würden wir hier eine Solo-Run-Challenge machen, würde ich ja nur mit einem Pokémon kämpfen können. Das heißt, auch gegen diese beiden könnte ich nicht kämpfen. Denn die würden einen nicht herausfordern, wenn man nur mit einem Pokémon herumläuft. Das geht nämlich so nicht. So, ich kann aber schlecht absorbieren, oder? Na, gucken wir mal. Glut auf Samusel. Bam! Und das reicht sogar. Sehr schön. Luke, bitte absorbier schön viel. Und erstmal Level 11. Sehr gut. So sehe ich das gerne. Und Level 12 für Herschel, okay. Der Arena-Kopf sollte kein Problem sein, eigentlich. Vor allen Dingen sollte ich auch nicht mehr trainieren müssen, eigentlich. Würde mich wundern, wenn das nötig wäre. Erstmal schön heulen, das bringt dir überhaupt nichts, denn ich greife mit beiden Pokémon speziell an. Das könnte natürlich auch noch ein ganz kleines Problem werden, natürlich später. Dass wir nur spezielle Angreifer haben. Mit den beiden hier, aber das wird schon irgendwie klar gehen. Gibt es hier großartige spezielle Wards von der ersten bis zur dritten Generation? Also ich meine auch die hier in der dritten Generation vorkommen. Muss ich mal überlegen eigentlich. Fällt mir da so spontan was ein? So eher nicht Lampi und Lantern eventuell, aber die werden hier eh nicht benutzt. Sterb doch endlich jetzt mal, ja. Yeah. Und tot. So. Das sind schön viele Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Gefällt mir. Wenn ich verliere, bin ich sauer. Ja, ja. So ist das nun mal. Okay, wir sind auch gleich am Ziel. Und da ist der Wasser-Pokémon-Experte. Ich glaube es nicht, dass wir den mal treffen können. Am Arena-Bären. Gleich zwei Stück, sehr schön. Die Oma, die uns unten dann gleich den Standpoker halten möchte. Pflanze bitte die Beeren nach, wenn du sie pflückst. Ja, ja, natürlich mache ich das. Ich pflanze alles nach, was ich pflücke. Oder rausreiße, besser gesagt. So, Luke, du bist bereit, ne? Warum soll ich ein Geheimnis draus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie, du kennst mich nicht? Ja, ja. Ich habe doch schon von dir gehört, mein Freund. Aber das wird dir nichts bringen. Bist du der Obligatorische, mein Freund? Nicht ganz. Aber du hast drei Karpadoren. Und ja, das ist der offizielle Plural, natürlich. Drei Karpador. Aber es wird später noch den offiziellen, Karpador-User geben. Mit sechs Karpador. Den gibt es in jeder Generation. Ein Angler mit sechs Karpador. Die wird es immer geben. So. Das war meins und erstmal wunderschöne Energie zurückgewonnen. Ist eigentlich nicht mehr nötig, wenn die eh nur Platscher beherrschen, dann kriege ich eh keinen Schaden. Egal. So, steigen zumindest vom Level her, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, aber nee. Kapitol gibt ja eh nicht wirklich viel, werdet ihr gleich sehen. Aber dass sie schneller sind auch noch. Oh mein Gott, Luke, da musst du was tun. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ob Level 14 oder irgendwann später wird sich Luke sogar schon entwickeln, ne? Und dann brauche ich irgendeinen Stein, um mich zu entwickeln. Entweder es war ein Wasserstein oder es war ein Blattstein. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und du hast sogar den Angriff überlebt. Karpador, ich bin beeindruckt. Ich glaube, es war ein Blattstein. Ja, das müsste eigentlich ein Blattstein gewesen sein, oder? War es ein Blattstein? Nee, warte mal kurz. Für Blanas war es der Blattstein, ne? Für Lombrero sollte es der Wasserstein gewesen sein, oder? Ich glaube, ja. Dann war es der Wasserstein. Wann kriege ich denn eigentlich einen? Ich glaube, ich kriege erst recht spät, ne? Gut, dass ich mir erst sowas später Gedanken mache. Kaufen kann man den nicht, man muss ihn vielleicht irgendwo finden. Da muss ich wahrscheinlich nochmal offscreen nachgucken, wo man ihn in der Weltkarte findet. Notfalls müssen wir so lange warten, bis wir 6 Orden haben und dann später beim Schatztaucher gucken, dass wir ihm ein Indigo-Stück geben und er uns dafür einen Wasserstein anbietet zum Tausch. Das wäre aber ziemlich blöd, dass wir den erst so spät entwickeln können hier, den guten Freund. Das wäre schade, ich hoffe, das passiert eher nicht. So. Bald auf Teamniveau. Naja, ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber ach Mist. Ich wollte damit sagen, Luke ist bald auf dem gleichen Level wie Herschel. Okay, das war der letzte Trainer hier. Meteoros City, sehr schön. Wir sind da, aber wir betreten die Stadt nicht sofort auf den direkten Weg, sondern machen einen Umweg. Meteoros City. Ach, die alte Musik, Leute. Oh, geil. X-Abwehr erhalten. Ein Item, was ich nie benutze. Ich habe es tatsächlich schon mal benutzt. Ich habe es einmal bisher genutzt tatsächlich. Und zwar zuletzt in meinem Pokémon Alpha Saphir Let's Play. So, und jetzt sind wir hier auf dem richtigen Weg in Meteoros City. So, erstmal heilen gehen. So. Okay, meine Lieben. Jetzt heißt es erstmal die Stadt erkunden. Die erste riesige, große Stadt hier. Ein paar Items abgrasen vielleicht noch. Und dann können wir uns noch Zerschneider holen, glaube ich. Ja, ja, dann können wir das gleich zickzacks beibringen. Ich kann ja nicht schon mal aus der Box holen, würde ich sagen. Obwohl, Zerschneider selbst können wir ja noch nicht gebrauchen, wenn wir es eh noch nicht einsetzen können. Ich laufe erstmal gegen alles und jeden. So. Bewegen. Hallo Zickzacks, komm ins Team, dann kannst du auch gleich schön mit Mitnahme agieren hier. Dann kannst du erstmal schön Items für uns holen. Okay.
erstmal Zerschneider holen, würde ich sagen. Na, das war leider zu weit. Haus des Zerschneiders. Da gehe ich mal rein. So, oben, da ist er auch schon, der Gute. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon, habe ich sofort alles gesehen, seitdem du Pokémon-Trainer bist. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts, ich brauche dich nur anzuschauen. Und ich bin mir sicher, dass du mit dieser vor allem sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. Form 1, Zerschneider halten. Sehr schön. Diese VM, sie enthält Zerschneider. Eine VM ist eine Attacke, die auch außerhalb des Kampfes von einem Pokémon angewandt werden kann. Jedes Pokémon, das diese Attacke gelernt hat, kann Bäume damit zerschneiden, wenn der Trainer den Steinorden besitzt. Und im Gegensatz zur TM kann eine VM mehrfach gelehrt werden. Das ist sehr praktisch. Okay. Beutel. Zerschneider gleich mal einsetzen, damit wir es schon drauf haben. So, bitteschön. Zickzacks erlernt Zerschneider. So, das wird schon mal erledigt. Ich kann Zigzags auch erstmal im Team behalten, notfalls, weil ich glaube nicht, dass er irgendwann zufällig im Kampf auftauchen wird. Das glaube ich eher weniger. So, kann ich hier noch irgendwas Besonderes kaufen? Wie kann ich dir helfen? Pokéball brauche ich nicht. Wie sieht es mit Trinken aus? Ich hole mir einfach mal ein paar. Ich kann sogar Supertränke kaufen, das ist sehr schön. Dann nehme ich alle mit. Ach, schade, dass man nicht nachgucken kann, wie viele Exemplare man von irgendwas schon hat, ne? Okay, aber bisher kann man noch nicht wirklich viel kaufen. Aber das Sortiment erhöht sich ja, wenn wir schon den nächsten Orden haben, glaube ich. Zumindest meine ich das. Na gut, sehen wir später alles noch. So, erstmal die Flintklaue holen. Pokémon-Trainerschule, wir bringen dir alles über die Pokémon bei. Rein mit uns, denn da gibt es ein wunderschönes Item, was ich gut gebrauchen kann. Hallo. Der haut einfach ab. Ich habe dich gerade angesprochen, mein Freund. Du kannst doch nicht einfach weggehen. Das ist unhöflich. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen meine Flintklaue zu spüren. Wenn du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Flintklaue erhalten, das wollte ich sehen. So, Dankeschön. Ja, keine große Rede. Ein richtig gutes Item. Wo haben wir es denn? Irgendwo hier unten. So, Item hebt die Erschlagquote. Das heißt, manchmal sind wir schneller als der Gegner. Ich gebe es erstmal Luke, denn der ist noch sehr, sehr langsam. Der war sogar langsam als Level 6 Carpador. Also müssen wir definitiv was tun. Das heißt, manchmal kriegen wir eine Prio plus 1 drauf. Dum, 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 dum. Ich mag die Musik so gerne. Ist so schön. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Ja, eigentlich ist hier wirklich nicht mehr wirklich allzu viel. So, außer die Devon Corporation und die Arena natürlich. Devon Corporation, alles was man im Leben braucht, wir stellen es her. Da können wir zwar schon rein, aber da werden wir nicht allzu weit kommen. Und hier ist schon die Arena. Die werden wir auch bald betreten. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen vorher trainieren. Na, ich hatte die Befürchtung an sich, dass die Challenge wohl etwas zu leicht sein wird. Aber wie gesagt, es ist eher eine Art Test-Challenge. Eine Art Testverlauf. Und wir werden sehen, ob es wirklich zu einfach ist. Dann werde ich in Zukunft lieber solche Projekte mit Solo-Run-Challenges aufpeppen, sodass wir nur mit einem einzigen Pokémon durch die Welt laufen dürfen. Auch wenn das manchmal auch relativ einfach ist, wenn man nur das richtige Pokémon hat. Eventuell müssen wir dann ein ganz bestimmt schwaches Pokémon nehmen. Zum Beispiel ein Zigzags oder so. Wenn wir nur mit denen kämpfen dürfen. Tunnel zur Abkürzung steht vor Fertigstellung. Da steht auf dem Schild, aber darüber wurde ein X in roter Farbe gemalt. Ach, na so. Okay. So. Das Item habe ich hier eben schon geholt. Da gibt es noch mehr. Okay, du hast einen Macholo. Ich bleib mit Herschel vorne. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Und du redest sogar Englisch nebenbei. Cooler Typ. Cooler Boy. So, mein Freund. Hast du nur Macholo? Du hast noch mehr. Ah, Zigzags hast du gehabt. Okay, alles klar. Das kommt zuerst. Ja, ich habe Rubin damit so gesucht, dass ich die ganzen Pokémon auch kenne. Und das hat sich in Alpha Saphir und Omega Rubin nicht wirklich großartig geändert. Los, Luke, mach es fertig, du schaffst es. Ich glaube an dich, absorbe ihn. Obwohl, ich hätte lieber Kugelsat einsetzen sollen, glaube ich, oder? Macht eigentlich mehr Sinn, weil theoretisch kann ich damit mehr Schaden rausholen. Obwohl ich wahrscheinlich wieder nur zweimal angreifen darf. Und deswegen macht es weniger Schaden. Na? Oh, ich lieg sogar dreimal mindestens. Sehr schön. Drei ist ja auch der Durchschnitt. Und da kam auch gerade. Kannst du dich einfach mit der Rute schlagen? Interessant, dass ein Rutenschlag die Verteidigung senkt, weil wenn man mit einer Rute zusteckt, dann müsste man eigentlich Schaden davon tragen. Aber na gut, ich beschwere mich nicht. Denn so eine Verteidigungssenkung ist jetzt kein großes Problem für mich. Denn du kam reicht das jetzt auch aus. Das wäre sehr praktisch. Oh, ein Crit. Dankeschön. Den sehe ich gerne. Du hast ein einziges Mal Schaden gemacht. Und Level 12 für Luke. Das sind gute Werte, ja. Spezialangriff ist trotzdem noch so hoch, ne? Und Spezialverteidigung vor allen Dingen. Sehr gut. So, wir bleiben mal drin. So, Macholo. Kugelsaat. Wir sind sogar schneller an sich. Sehr schön. So. Ah, ich hätte nur mit mehr Angriff gerechnet. Macht eigentlich nur zweimal Schaden. Okay.
Ich glaube, meine Verteidigung ist so langsam bodenlos und wenn du jetzt einmal eine Kampfattacke einsetzt, habe ich ein Problem. Da gehe ich lieber raus. Und ich muss immer noch wieder aufpassen, ob Zigzags ein Item trägt. Das kann ja ganz gut sein, wenn es die gute Fähigkeit Mitnahme hat. Das können wir ganz gut nutzen. So, Herschel, besiege es, bevor ihr hier mit Energiefokus alles wegcrittet. Das wäre sehr nett. Ich glaube, ein zweiter wird sogar gar nicht mal ausreichen. Nochmal schön Verteidigung senken. Die Crit-Chance erhöhen. Bitte reich aus. Natürlich nicht. Und das wird wehtun. Ah, okay, aber war Gott sei Dank kein Crit. Tschüss. Das war's für Machollo. Aua, ein Kratzer. Ich brauche dringend einen Verband. Können wir erstmal probieren, dass unsere Pokémon nicht sterben. Das wäre natürlich auch sowas. So eine kleine Nuzlocke-Challenge so nebenbei einbauen, ne? Müssen wir mal auch machen. So eine kleine Neben-Challenge. Also erstmal eine Nuzlocke draus machen und nur zwei Pokémon einsetzen dürfen. Das ist hart. Das ist scheiße hart. Du bist ein Käfersammler, mein Freund. Das weiß ich. Das sehe ich doch. Da wird Luke eher weniger bringen. Das heißt, ich tausche erstmal gegen Herschel aus. Ja, ein bisschen Training vor der Arena ist ganz gut. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Na gut. Du hast, glaube ich, sogar einen Kader. Hast du nur eins oder hast du noch Wompel dabei? Oh, das ist sogar drei. Wompel, damit fängst du noch an. Käfersammler Eros. Mein Gott, meine ich. Und ich habe ein bisschen zu viel A gedrückt. Ich wollte auf Glut gehen. Das hätte nicht ausgereicht. Ach ja, wie ich hier schon wieder durchspamme. Jetzt mit die Instinkten, natürlich. So, jetzt aber Glut. Bin ich schneller? Ja, ich bin noch schneller. Sehr schön. So sehe ich das sehr gerne. Ja, ich singe die Musik sehr gerne mit, weil die ist es wirklich wert, mit zu singen. Schalogo hast du schon. Okay. Alles klar. So, Eros, ich glaube, du musst dich gleich von deinem Schalogo verabschieden. Es tut mir leid. Glut, verschwende. So, jetzt müssen wir noch in den Kader kommen. Da ist die Glut auch sehr effektiv und wir sind erstmal Level 13. So, aber wahrscheinlich wird Herschel, Luke erstmal die Arena wrecken. Und vorher müsste Herschel erstmal die Entwicklung vollziehen, damit sie überhaupt eine Kampfattacke drauf haben kann, glaube ich, oder? Ich meine, er lernt dann schon Doppelkick auf Level 16, als Jungglut zumindest. Zumindest meine ich das. So. Ich habe verloren. Ich dachte, ich könnte dich am Kragen packen. Natürlich, du kleiner Wutzelwutz. So. Ich muss das mal wieder austauschen. Ach, hier ist der Start. Genau. Ich werde es mir irgendwann merken. So. Luke, du bist wieder dran. Denn ich weiß, was jetzt kommt. Und zwar ein Meryl. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Genau, du hast nämlich nur eins. Und das ist, wie gesagt, Meryl. Und Herschel wird da eher weniger machen können. Jetzt kommt Luke mit seinem großen Auftritt. So, Ricarda mit Meryl. Level 10, ne? Ja, ich kennt euch alle in- und auswendig. Da habt ihr keine Chance. Kugelsaat, wir sind sogar schneller ohne Flinkhaue. Bam. Und sogar ein Crit, sehr schön. Ich meine, man sieht sogar, wenn ich Flinkhaue proc, ne? Ja, dann bewegt sich das Pokémon immer so komisch. So, komm schon. Noch ein Vierter dann gleich. Und dann... Oh, nee, leider nicht. Leider nicht. Nochmal ein Tackle hinterher. Au, 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 au. Ein Absorber und das war's. Sehr schöne Arbeit, Luke. So sehe ich das gut. Und gerne. Ich meine, du bist auf Level 14 dann schon ein Lombrero. Ne, oder? War's Level 14 oder Level 15 sogar? Keine Ahnung. Du bist mir haushoch überlegen. Ich bin einfach nur intelligent. Das könnte auch der Fall sein. So. Oh, ein Wanderer. Der erste hier im Spiel. Auch da hat Luke viel Spaß gleich. Dum, 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 dum. Hallo Zigzags. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. So, der Wanderer interessiert mich da mehr. Dum. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über den Berg. Keine andere Wahl. Nein, Tunnel gibt es ja schon, aber der ist noch nicht fertig gebaut, mein Freund. Könntest du ja mithelfen. So, du hast drei Kleinsteine. Lucius? Ja, hast du. Okay, das Schöne ist, dass Robustheit hier noch anders funktioniert. Das heißt, es bleibt kein KP übrig, wenn man von vollen KP her einen Wanted kassiert. Das heißt, okay, mit Kugelsaat wäre es eh egal, weil die Robustheit kann ich damit eh übergehen. Aber die funktioniert hier noch anders. Tschüss, Kleinstein Nummer 1. Oh, das gibt viele Erfahrungspunkte. Das ist gut. Naturkraft. Oh, das kann ich nutzen. Das ist eine gute Idee. Naturkraft, eine Attacke, die sehr interessant ist. Heuler kann weg. Und die auf verschiedenen Ebenen immer zu einer anderen Attacke wird. Hier auf der Pflanzenebene wird sie, glaube ich, zu Rasierblatt, wenn ich mich nicht irre. In der Höhle kann sie sogar zu Erdbeben werden, glaube ich, ne? Und im Wasser war das Surfer oder so eine Art. Auf jeden Fall richtig starke Attacken, wie ich finde. Kann man gut nutzen. Ich probiere es mal. Naturkraft. So. Stachelspore. Okay. Das bringt ja allerdings nichts, wenn es daneben geht. Lebt sogar. Okay. Na gut, dann bleibe ich lieber bei den Pflanzenattacken.
Hier ist es also Stachelspore, okay. Das kann ich mir, das muss ich mir jetzt mal merken hier. Stachelspore kann mir noch ganz gute Dienste leisten. So. Und tschüss, Kleinschnein. Mal gucken, ob Luke Herrscher noch überholt. Fernsehen. Okay, ich sehe schon, der Part ist ja schon wieder vorbei, Mensch. Du liebe Güte, es geht schnell. So, Luke, den überlasse ich dir jetzt nochmal komplett zu Ende. Und dann war es auch gleich. Kugelsaat und das dürfte es dann gewesen sein. So, dann würde ich sagen, beim nächsten Part besiegen wir noch den letzten Trainer. Ist er überhaupt noch einer? Ich weiß gar nicht so genau. Mal gucken und dann kümmern wir uns schon mal um die Arena, würde ich sagen. Cool. So, 147, Level 14. Du hast damit Herschel geholt. Sehr schön. Spieler besiegt Don Relucius. Will ihn erschöpft mich. Ja, ja. Oh, jetzt schon. Geil. Luke entwickelt sich schon auf Level 14. Das ist nice. Echt schon Level 14. Okay. Wir kriegen zumindest Parts nochmal ein Lombrero. Ist das cool. Dum, 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 dum. Ja, ja. Hallo, Lombrero. Glückwunsch, Luke. Wurde zu Lombrero. Erlernst du noch was Schönes? Nee, tust du nicht. Aber auch egal. Leute, das war's für heute. Im nächsten Part geht's ja weiter auf der Route. Ich glaube, wir haben dann schon alle Trainer besiegt, ne? Na egal, dann geht's auf jeden Fall zurück nach Meteoros City in der Arena. Und dann schlagen wir Felicia und erholen uns den ersten Orden. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.